gestörten Popen hören will. Der Konservative setzt sie auf die harte Kirche, weil er hofft, Geschäftspartner kennenzulernen in dem Umfeld. Aus demselben Grunde ist er im Karnevalsverein, im Schützenverein, im Trachtenverein und in der CDU. Das ist für den alles dasselbe. Der Konservative ist erfolgreich, weil er sich fokussieren kann. Aufs Geschäfte machen. Kohle, Kohle, Kohle. Und deshalb nennen wir die auch die Schwarzen. Und wenn der Linke das sieht, dann wird er rot vor Wut. Und der Liberale wird gelb vor Neid. So, das ist ja alles zusammen. 1,5. 1,5 Milliarden D-Mark damals für die DDR, 1983. Da sind die noch mal 6 Jahre lang mit ausgekommen. Mit 17 Millionen Insassen. Da können Sie mal sehen, wie ordentlich die da gewirtschaftet haben. Sozialistische Misswirtschaft, ich bitte Sie, das sind halt 750 Millionen Euro. Das reicht bei der Hyper-Real Estate, kann er 2 Stunden, da ist das ab durch den Kamin. Die DDR war pleite, haben wir da gelacht, wa? Verglichen mit den Griechen und den Amerikanern war die DDR ein solide finanzierter Staat. Schauen Sie bitte mal die Staatsverschuldung an von damals und was wir heute haben. Das ist doch einfach nur lächerlich. Es geht ja auch gar nicht darum, wie viel Schulden Sie haben. Die Leute wollen doch ihr Geld gar nicht zurückhaben, die Ihnen das Geld geliehen haben. Die wollen Zinsen. Wie viel Schulden Sie haben, interessiert doch keine Sau. Das hat doch alles nichts mit Vernunft zu tun, meine Damen und Herren. Die Griechen haben pro Kopf 26.000 Euro Staatsschulden. Die Amerikaner haben pro Kopf 30.000 Euro Staatsschulden. Und jetzt hat Barack Obama einen Haushaltsplan vorgestellt für seine Amtszeit. In den 4 Jahren will er nochmal 15.000 Euro Schulden pro Kopf neu dazu machen. Das heißt, dann haben die Griechen hinter 27.000 Euro Schulden pro Kopf und die Amerikaner haben 45.000 Euro Schulden pro Kopf. Und wer ist kreditwürdig? Ja klar, die Amis, denen müssen sie Geld leihen, weil die haben eine Armee, die kommen sich das sonst holen. Und die griechische Krise ist jetzt richtig dran, die müssen jetzt 10 Milliarden pro Jahr im Haushalt einsparen. Verglichen bei uns wären das 80 Milliarden pro Jahr. Stellen Sie sich mal vor, die würden aus unserem Haushalt 80 Milliarden rausstreichen, was hier los wäre. Und die Griechen müssen sich dran halten. Wenn die nicht jetzt jedes Jahr 10 Milliarden sparen, dann gibt es richtig Ärger. Ja, was passiert eigentlich, wenn die das nicht schaffen? Ich glaube, da müssen die Strafe zahlen. Wovon tun die das denn dann? Ich glaube, die Merkel wird denen das leihen, ne? Das ist alles so baller, baller. Barack Obama hat einen Haushaltsplan aufgestellt für seine 4 Jahre Amtszeit. Können Sie nachlesen. Er hat gesagt, im ersten Jahr mache ich 1.600 Milliarden Dollar neue Schulden. 1.600 Milliarden. So, im zweiten Amtsjahr mache ich nochmal 1.600 Milliarden Dollar neue Schulden. Im dritten Amtsjahr mache ich nochmal 1.600 Milliarden Dollar neue Schulden. Und im vierten Amtsjahr hat er gesagt, will er die Staatsschulden halbieren. Ja, erst im vierten Jahr, so lange braucht der Copperfield, um den Trick vorzubereiten. Der schönste Gag ist, wenn die sagen, die Staatsschulden werden halbiert, da wird überhaupt nichts zurückbezahlt. Da glauben sie ja, da wird was zurückgezahlt. Nein, Staatsschulden halbiert heißt, die Neuverschuldung wird halbiert. Der Barack Obama verspricht, er macht im vierten Jahr seiner Amtszeit nur noch halb so viel neue Schulden, wie jeweils in den ersten 3 Jahren. So einen Diätplan müssen Sie mal mit Ihrem Arzt aufstellen. Sagen Sie, ich nehme auch im vierten Jahr noch nicht ab, aber ich nehme im vierten Jahr nur noch halb so viel neu zu, wie jeweils in den nächsten 3 Jahren. Und dann diskutieren die in der Medizin, wann man hirntot ist. Es ist großartig. Die Höhe der Schulden spielt keine Rolle. Die Frage ist, ob sie noch frisches Geld kriegen, um die Zinsen bezahlen zu können. Ja klar, und wenn die Amerikaner überhaupt nicht mehr genug Kredite kriegen, dann drucken die einfach Geld. Wir drucken jetzt auch Geld in der europäischen Währungszone. Die Amis drucken Geld ohne Ende, seit 2 Jahren schon. Hätte die DDR damals Geld gedruckt, hätten sie gesagt, das ist doch Spielgeld. Was wollen denn damit? Die Amis drucken jetzt auch Spielgeld. Der Dollar ist fast gar nichts mehr wert. Nur sie kaufen den Amis den Dollar ab für ihre Altersvorsorge. Toi, toi, toi. Nochmal so ein kleines Beispiel für die Funktionsweise der Mauer. Sie kennen alle das Billigregal. Billigregal ist 30 Jahre alt geworden, von Ikea letztes Jahr. Großes Jubiläum. Und Billigregal konnten wir uns schon als Studenten leisten. Stabiles Regal, mit Rückwand, allem drum und dran.
Das war billig. Warum? Weil IKEA in der DDR produziert hat damals. Die haben sogar in DDR-Gefängnissen produziert. Wussten Sie das? Politische Gefangene der DDR haben die Billigregale hergestellt. Ja, denken Sie beim Abstauben den nächsten Mal drüber nach zu Hause. War doch das typische DDR-Produkt. Sie können sich erinnern, mal fehlten die Löcher, mal fehlten die Schrauben. Aber wir konnten uns das leisten. Hätte IKEA damals in Westdeutschland zu westdeutschen Stundenlöhne das Zeug hergestellt, hätte sich doch kein Student IKEA-Sachen leisten können. Da wäre das viel zu teuer gewesen. Aber die Brüder und Schwestern im Osten, die haben für den Apfel und Ei gearbeitet. Die haben so wenig Lohn bekommen, die konnten sich selber keine IKEA-Sachen leisten. Und die konnten auch ihre Häuser nicht renovieren. Und jetzt verstehen Sie es vielleicht. Es hat immer schon einen Euro-Jobber in Deutschland gegeben. Nur früher haben wir die wegen der Mauer nicht sehen müssen. Die Mauer fiel und IKEA ist direkt weitergezogen. Erst nach Tschechien zu produzieren, dann kam die EU nach Tschechien, die Löhne stiegen, IKEA ist wieder weitergezogen. Usbekistan, Kasachstan, Tadschikistan, immer noch eine Runde weiter. Ich will nicht hinter mit einem Korinthenkacker über die Reihenfolge diskutieren müssen. Lachen Sie nicht, Gymnasiallehrer dürfen abends frei rumlaufen. Es geht ja nicht um Geografie, es geht auch gar nicht um Details, es geht um die Strukturen, die dahinter stecken. Die Unternehmen ziehen immer noch weiter, immer noch dahin, wo es noch billigere Arbeitskräfte gibt, als wo sie jetzt schon sind. Irgendwann sind die einmal um die Welt rum. Warten Sie es ab. Wenn Sie bereit sind, in Bonn für 2 Euro die Stunde zu arbeiten, weil Sie sonst nichts mehr zu beißen kriegen, dann kommt IKEA nach hier, da produzieren die hier. Und da können Sie sie den Chinesen rächen mit beschissenen Billigregalen. Die Lüge des Kapitalismus besteht darin, den Menschen vorzugaukeln, dass alle einen gewissen Lebensstandard erreichen können, wenn sie nur fleißig genug sind. Und zwar alle den Lebensstandard unserer Mittelschicht. Das ist eine Lüge. Und davon müssen wir uns endgültig verabschieden. Sie sehen doch in diesem Land, dass das nicht geht. Sie können fleißig sein, wie Sie wollen. In bestimmten Berufen hilft Ihnen das nichts. Als Arzthelferin, als Apothekenangestellte, als Putzfrau, als Taxifahrer, als Pflegekraft im Altersheim können Sie fleißig sein, wie Sie wollen. Sie kommen niemals auf den grünen Zweig. Mit Fleiß hat das alles nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Und wer sagt, wir brauchen einen Niedriglohnsektor, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, der sagt doch nichts anderes, als dass der Lebensstandard der Mittelschicht mit Auto und Urlaub und allem drum und dran, der Lebensstandard dieser Mittelschicht ist nur aufrechtzuerhalten, wenn ein Drittel der Bevölkerung hier für Kost und Logis arbeitet. Ob hinter der Mauer oder in der Nachbarschaft. Wir brauchen diese modernen Sklaven. Und da müssen Sie ehrlich sein. Wenn Sie diese Wirtschaftsform unterstützen, dann seien Sie ehrlich, dann sagen Sie, ich bin so, lassen Sie sich Sklaventreiber auf die Stirn tätowieren, da weiß jeder, wo er ran ist. Dann haben wir Demokratie. Sie können auch die Abkürzung nehmen, FDP, haben Sie noch Platz für was anderes. Aber hören Sie auf, den Leuten zu erzählen, dass jeder hier was werden kann. Okay, man kann natürlich sagen, jeder kann hier reich werden, aber nicht alle. Das ist wie im Lotto. Die große Verarsche ist, jeder kann Millionär werden, aber nicht alle. Beim Lotto ist die Chance 1 zu 140 Millionen. Trotzdem spielen die Leute Lotto, weil sie hoffen, dass der eine von den 140 Millionen sie sind. Dass damit einer reich werden kann, 20 Millionen jede Woche ihr Geld wegschmeißen müssen, das ist das Prinzip des Kapitalismus. Eine kleine Gruppe wird immer reicher und der geht es immer besser und eine immer größer werdende Gruppe, der geht es immer schlechter. Und das ist das Prinzip dieser Wirtschaftsform. Das ist der Effekt von Zins und Zinseszins. Und wer Ihnen irgendwas anderes erzählt, der ist entweder ein kompletter Vollidiot oder eine extrem unappetitliche Körperöffnung, meine Damen und Herren. Alle Menschen, unser Lebensstandard, das sagt der gesunde Menschenverstand, das geht nicht. So viel Wasser hat der Planet nicht. So viel Energie können wir auch nicht produzieren. Als vor 2 Jahren die Asiaten anfingen, über eine zweite Mahlzeit am Tag nachzudenken, stieg der Reispreis. Da wurde der kleine Hunger zwischendurch bei uns schon richtig teuer. Was wir haben, geht nicht für alle. Die Ressourcen dieses Planeten sind begrenzt. Völlig im Gegensatz zur Blödheit der FDP. Die ist natürlich unbegrenzt. Können sie aber leider nicht in Energie umsetzen. Weil sowas Kleines wie FDP-Hirne kann die Wissenschaft noch nicht spalten. Es geht nicht. Wenn alle Chinesen, wenn alle Inder pro Kopf so viele Autos hätten wie wir, da könnten wir alle noch einmal den Zündschlüssel umdrehen, 15 Minuten rumfahren, das Öl wäre komplett aufgebraucht, für immer. Und die Atmosphäre natürlich auch.
Jetzt hat die EU-Kommission vor 2 Jahren gesagt, ja, wir können ja die Zahl der Autos nicht kontrollieren, ist ja freie Marktwirtschaft, aber den CO2-Ausstoß pro Fahrzeug können wir in den Griff kriegen. Wir machen ein Gesetz, die Autos müssen weniger Dreck rausblasen, dann können mehr rumfahren bei gleicher Umweltbelastung. Schrie die deutsche Autoindustrie sofort wieder auf. Diese Pläne machen uns kaputt. Diese Schlagzeilen. 65.000 Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie in Gefahr, wenn diese Pläne Wirklichkeit werden. Dann sagt der Deutsche, 65.000 Arbeitsplätze, dann geht das nicht. Und ich habe gesagt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wieso gehen Arbeitsplätze in der Autoindustrie verloren, wenn die Autos weniger Dreck hinten rausblasen? Ich war kurz davor, den Redakteur von der Zeitung anzurufen und zu fragen, aus welcher Flasche er die Informationen hat. Wo ist der Zusammenhang? Ich habe darüber nachgedacht. Es gibt nur einen möglichen Zusammenhang. Die Zahl der Mitarbeiter, die man braucht, um so ein Auto zusammenzuschrauben, muss vom CO2-Ausstoß des Fahrzeuges abhängig sein. Oder die Hersteller gehen davon aus, dass die Deutschen gar keine Autos mehr kaufen, wenn da nicht genug CO2 hinten rauskommt. Nach dem Motto, dann fahre ich nicht mehr. Wenn da kein Dreck hinten rauskommt, dann gehe ich zu Fuß. Nee. Verliere ich die Freude am Fahren. Nee. Sagen Sie mal, Herr Wissmann, was muss man eigentlich tun, um als Sprecher der Autoindustrie arbeiten zu dürfen? Muss man sie erst mal jahrelang am eigenen Auspuff beatmet haben? Das präsentieren die uns als Dilemma. Retten wir die Arbeitsplätze in der Autoindustrie oder retten wir den Planeten? Das ist das Dilemma. Und dann ist das auch für die Politik ein Dilemma, auch für die Kanzlerin. Und dann steht die Merkel erst mal da, wie sie so da steht, wenn sie so da steht. Die steht ja immer erst mal da, die ist ja nicht so nassforsch. So, wir machen das jetzt und da gehen wir jetzt hin. Die Merkel steht immer erstmal. Da steht sie, dann guckt sie so. Sie versucht der Krise ein Gesicht zu geben. Guckt sie so. Steht sie, dann guckt sie so. Und dann denke ich immer, die ist genauso gespannt, was sie gleich sagen wird wie ich. So guckt ihr doch, oder? Genauso guckt ihr. Und dann spürt die Merkel, sie hat zu lange zögert, die Atmosphäre kühlt sie ab, dann glüht sie wieder vor mit ihren Sprechblasen. Die Frau hat ja ein Sprechblasenreservoir, das ist unerschöpflich. Da kommt die erste Sprechblase, da sagt die Merkel, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Der Satz ist grammatisch genauso richtig wie sinnfrei. Aber im ganzen Satz gesprochen, und da ist der Deutsche von seinem Politiker nicht verwöhnt. Und bitte achten Sie in Zukunft mal genau drauf. Je inhaltsloser das ist, was die Merkel von sich gibt, je platter und je dümmlicher das, was sie sagt, ist, desto energischer sagt sie vorneweg. Und deshalb sage ich bewusst, sie muss es immer noch informieren, dass sie bei Bewusstsein ist. Sonst wird man ja meistens denken, die plappert einfach so vor sich hin. Ne? Manchmal sagt sie auch, und deshalb sage ich ganz bewusst, dann ist sie ganz bei Bewusstsein. Wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Die Umkehrung der Phrase funktioniert noch besser. Dann sagt die Merkel, wir müssen in dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Und dann ist der Deutsche sofort begeistert. Weil Geschlossenheit ist ja überhaupt das Ding des Deutschen. Der Deutsche hat es gern geschlossen. Ja. Pose, Weltbild, alles. Alles muss geschlossen sein. So Weltoffenheit und was Neues von der Welt, das macht der Deutsche überhaupt nicht. Nee, nee. Deshalb war das so schön, als der Russe vor der Tür stand. Da musste man nicht raus. Alles war geschlossen. Parteien müssen geschlossen agieren. Ganz, ganz wichtig. Wenn in einer Partei Diskussionen aufkommen, was ist richtig, was ist falsch, dann schreibt die Presse, die Partei ist zerstritten und dann wendet der Wähler sich entsetzt ab. Der Deutsche will nicht mit Einzelheiten behelligt werden. Die sollen sich einfach nur einig sein. Worüber ist dem Deutschen eigentlich ziemlich egal? Sehen Sie, die schwarz-gelbe Bundesregierung wird nicht kritisiert, weil sie schlechte Gesetze gemacht hat, sondern weil sie sich nicht einig sind. Die sollen sich einfach nur einig sein. Das ist das Wichtigste für den Deutschen überhaupt. Einigkeit. Das heißt ja Einigkeit und Recht und Freiheit. Nicht Sachverstand und Recht und Freiheit. Einig sollen sie sein. Und wenn die dann zu lange diskutiert haben in der Partei, dann kommt irgendwann einer und sagt, und jetzt müssen wir wieder alle an einem Strang ziehen. Genauso der Deutsche, das ist doch mal vernünftiger Mann. Die sollen gefälligst alle an einem Strang ziehen. Der Strang darf dem Deutschen ruhig um den Hals liegen. Hauptsache, die ziehen da alle gemeinsam dran. Geschlossenheit.
Parteitage müssen ein Signal der Geschlossenheit aussenden. Wenn auf einem Parteitag zwei Leute für denselben Job kandidieren, dann schreibt die Presse von einer Kampfkandidatur. Dann sind unsere